home. Und Little Mouse zeigt. Diner am Straßenrand. 21.42 Uhr in der Gegenwart. Weg zur Arbeit. Es ist alles ruhig. Keine Probleme. Doch dann. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Scheiße, muss jetzt hier lang. Kacke. Kommt wieder zu spät zum Haus an. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Was? Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Schulbus. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Da hast du deine Medaille. Man of Medaille. James, du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche.
Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Ich hatte viel Spaß. Und die Fahrt war sehr schön. Hatte viel Spaß. Ich spiele immer gern Taxi. Liebevoll, du bist lustig. Ja, ja, komm, wir sind liebevoll, ne? Benutze er zu Hause. Oh Gott. Du bist lustig. Ich? Jetzt war es aber doch ich ein bisschen creepy. Ich muss weg von hier und meiner lieben Familie. Und zwar schnell. Komm schon. So schlimm sind die nicht. Wenn du wüsstest. Sehen uns morgen? Billigend. Klingt gut, ist doch nicht billigend. Ja, klingt gut. Gut. Ich billige dich. Was ist das für eine komische Sonne bei ihm? Der hat auch so eine Medaille. Hast du gesehen? Da ist so eine Medaille bei ihm am Spiel. Ja, sag ich doch. Was hat's mit diesen Medaillen auf sich? Und die sind sehr langsam Kamerafahrten. Scheiß Eis. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Neugierig. Wofür streiten sie sich? Was ist das für eine komische Übersetzung? Okay. Worüber streiten sie sich? Worum geht es diesmal? Hat fast die Haustür eingerannt. Ist er nicht super? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Genau, hey, Dennis! Mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Der Dachboden, Dennis. Der dissoziative Dachboden, Dennis ist wieder da. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Pandoria. Das ist Dennis, wie er lebt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Pandoria trifft eine Entscheidung, cool. Hey, Dennis. Hey. Nicht jetzt, Schwesterherz. Ach, dieser Dennis. Oh, oh. Hey, spinn hier nicht so rum. Was war das? Eine wackelnde Leiter. Oh. Oh. Himmel, hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Mein Vollbart? Wer redet denn so? Oh, die Arme. Oh. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt.
Überrascht mich nicht. Megan nervt? Nein, die nervt nicht. Gleichgültig. Hier. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Pandoria trifft eine Entscheidung. Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Ich würde gerne auch rumlaufen. Selber. Momentan kann ich noch nicht viel machen, außer ab und zu mal ein Gespräch zu entscheiden. Aber ich glaube, jetzt benutze L zu bewegen. Es ist soweit. Und das Erste, was ich mache? Ich mache ganz kurz ein bisschen lauter. Das konnte ich nämlich vorher nicht. Und jetzt mache ich mal ganz kurz eben ein bisschen lauter und schalte gleich die Pan auch dazu, glaube ich. Ich hoffe, die ist auch da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mache sogar mal auf 60. Ich mache sogar 65. Das traue ich mich einfach mal. Und dann, ja, das möchte ich gerne übernehmen. So, ich hoffe, pausiert von Gronkh. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt fortsetzen. Gronkh ist bereit. Warte mal. Hallo, hallo. Ja, hallo. Gut, dass du in die Einstellung... Oh, ich wollte die ganze Zeit in die Einstellung, weil Faustling auf einmal wieder aus war. Ach so, okay. Bei mir war es nur plötzlich sehr leise im Vergleich zum Trailer im Hauptmenü. Deswegen habe ich ein bisschen lauter gemacht. Und, oh, ich bin so froh. Ja? Und hallo, jetzt mache ich auch mal die Kamera an. Guten Tag. Ich würde vielleicht... Ah, nee, kann ich nicht. Ich würde sonst eine das Licht Anmoderation hier... für YouTube? Ach so. Ah ja, ja, vielleicht, wenn das auf YouTube kommt. Ne? Hallo YouTube auch von hier. Ne? Also wir wissen es noch nicht genau. Liebe Grüße, wir spielen heute Little Hope. Und wir wissen beide noch nicht genau, was es wird. Es war bis jetzt ein sehr langes Gespräch. Sehr interessante Busfahrgäste. Ja, meine Medaille habe ich poliert. Ist dir aufgefallen, dass der Junge eine Medaille im Auto am Spiegel hatte? Ja, ne? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Aber warte mal, ich soll das Spiel jetzt doch nochmal leiser machen, sagen Leute, weil ich so leise wäre. Auf wie viel hast du das jetzt? Ich habe es auf 65 gemacht, aber mein Recht, also bei mir sind ja andere Einstellungen als bei dir. Okay, ich lasse es jetzt mal auf 5. Ich hoffe, das ist okay, lieber Chat. Weil im Chat ist es eigentlich, ja, das ist gut so. Aber jetzt bin ich wohl etwas zu leise, deswegen muss das Spiel etwas lauter. 50 ist auch das Durchschnittsalter meiner Zuschauer. Hallo, ich grüße Sie zu Hause. Ansonsten hier im Mischpult, ja, da hat der Erik alles eingestellt. Da kann ich leider nicht sagen, Trailer war andere Leute. Du hattest andere Szenen als ich, weil ich bin nämlich mit meinem Freund gerade hier vorne vorm Haus vorgefahren. Tanja, der wir haben Erik noch ein bisschen, ja. Wir haben noch ein bisschen rumgemacht und so und ein bisschen geschäkert. Und er hat aber auch so eine Medaille im Auto, so eine ganz gruselige am Rückspiegel. Ach so, ja, dann hast du aber auch nicht mitgekriegt, wie der Dennis jetzt gerade hier angemeckert wurde von der Mutti. Das nicht. Dennis! Aber Ja, räum eine Scheiße auf den Dachboden. Ja, genau. Der dissoziative Dachboden, Dennis. Ja, da musste ich auch nicht dran denken. Oh, schön, ey. Ja. So, noch einmal gute Laune. Aber ich glaube, das wird noch ganz spannend, vor allem mit der kleinen Megan. Ich bin gespannt. Ja, ich passe trotzdem die ganze Zeit schon auf sie auf, weil die Familie, die ist doof, die arme Megan. Ja, ich konnte die bis jetzt nur mobben. Ich hatte keine andere Wahl. Entweder Mobbing oder Mobbing. Also, oh nein, ist ja voll gemein. Ja, leider. Da machst du nichts. Okay, bist du fertig? Ich bin bereit, wenn du es bist. Warte. Ja. So, mach ich mal. Warte mal ganz kurz. Ich muss mich beschweren, mich nur umgehen, aber eigentlich als Kunde des Squad ist ein bisschen komisch, da man nicht den anderen Stream den Ton abmachen kann, wenn ihr voneinander getrennte Szenen habt. Dann guck einfach denjenigen, den anderen machst du einfach mute, aber kannst trotzdem sehen, was der im Moment entscheidet. Ich glaub, oder beide Gehirnhälften trennen und dann mit dem linken Auge links gucken, mit dem rechten Auge rechts und dann kannst du beide Streams parallel gucken. So laufe ich durchs Leben. Nur der andere habe ich nicht mehr reaktiviert. Okay, dann mute ich mich mal wieder und bis gleich. Ne? Bis gleich. Oh Gott. Dann. Tschüss. So, fortsetzen, ich bin bereit. Jetzt bin ich plötzlich nicht mehr bereit. So, jetzt können wir. Okay, Pause wird noch. Der Mausfall ist wieder oben links. Ich ziehe die Mausfall. So, sprich mit Megan. Ich spreche gerne mal mit Megan, komm. Geht aktuell leider Megan. Nicht. Ist die Megan überhaupt im Zimmer? Weil die hat doch den Schlüssel gehabt und ist irgendwo anders hingegangen. So, was ist hier? Einfach nur öffnen? Was ist denn das für ein Haus? Hallo? Ach, die ist in der Badewanne gerade. Mama nimmt ein Vollbad. Ein Vollbart nimmt die Mama gerade. So, hier ist der Dachboden. Da ist Dennis gerade, vielleicht, eventuell. Ich guck mal hier. Church of Terror. Da ist der Helm von Commander Keen. Auch cool. Schönes Easter Egg ist. Das sieht wirklich so aus.
Der sieht original aus wie der Helm von Commander Keen. Okay, was ist hier? Ich untersuche mal. Aha. Halte RT gedrückt zum Aufnehmen. Hab nie verstanden, was er an diesem Zeug findet. So, okay, das ist, ja, das ist sehr schön. Aha, Im Hintergrund ein Jenga-Turm und hier einfach so ein, ich weiß es gar nicht, Inquisition wahrscheinlich. Wenn ich ihn schüttle, ist wahrscheinlich irgendwas drin wie beim Überraschungsei. So, ich stelle ihn mal wieder hin. Sie beachten mich gar nicht. Mit wem redet sie? Mit wem redet Megan? Hat Megan imaginäre Freunde? So, hier ist nix. Ist nicht gut, ne? Megan? 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 Cinema Festival, das ist wahrscheinlich nicht unser Zimmer hier, ne? Huch. Hot Rocket, was ist denn hier? Okay, ja, zeig mal her. Ist das ein Tagebuch? Kann ich bitte im Tagebuch lesen? Ja, wow. Ich würde gerne... Aua, die Hand! Man of Megan. Oh, die sind so doof. So, wie kann ich in einem Tagebuch lesen? So kann ich im Tagebuch lesen. Ah. Welcher okay. Todgeweihte Schnüffler hat es gewagt, in meinem Tagebuch zu lesen? Jemand hat in ihrem Tagebuch gelesen. 3. Januar. Heute schneit es, deshalb stecke ich zu Hause fest und streite mit Mom. Ach nee, streite mit Megan, während Mom putzt. Megan ist die Hölle. Man muss sie ständig beobachten. Lässt man sie nur eine Sekunde aus den Augen, ist sie schon verschwunden und verursacht irgendwo Chaos. Heute habe ich sie erwischt, wie sie mit Dads Streichhölzern spielte. Zum Glück hat sie keines angezündet. Ich habe sie angeschrien, dann hat sie zu heulen angefangen und Mom hat mich angeschrien. Ich bin den ganzen Tag lang im Haus gefangen. Wie es arbeiten, fühle mich hundeelend. Huch. 9. Januar. Ich bin heute mit Vi zur Küste gefahren. Sag mal, fehlte da vorher nicht was? Ich kann nicht zurückblättern, doch. Fehlt hier nicht vorher was? Doch, sag ich doch. Hier, 8. Januar. Heute war es ganz schön stressig im Diner, weil ich für Genie eingesprungen bin, aber dafür springt sie morgen Abend für mich ein. Murray war wie gewöhnlich schlecht gelaunt. Der Toucher hatte seine üblichen Tricks auf Lager und begrapschte meinen Hintern bei jeder Gelegenheit. Ich kenne das. Ich habe Kaffee über seinen Schoß geschüttet. Jetzt ist hoffentlich Schluss damit. Morgen werde ich Vi zum ersten Mal in einer Woche sehen. So, okay, jetzt umblättern bitte. Okay, das Umblättern ist ein bisschen hakelig. 9. Januar. Bin heute mit Vi zur Küste gefahren. Ich glaube, das ist ihr Freund, ne? Ich, V für Vendetta. Ihr Freund, ich weiß nicht, wie der... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Oh, warte. Hallo? Hallo? Ja, was los? Ach so, nichts. Ich habe aus Versehen wohl einen Knopf gedrückt. Ich soll mich hier gerade umschauen. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Da steht da irgendwas von versteckten Hinweisen. Ja. Und... Wo bist du gerade? Ich lese gerade mein Tagebuch vor. Das dauert ein bisschen, glaube ich, bis ich hier durch bin. Weiß nicht, wie viele Seiten das sind. Ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit, ne? Genau, genau, genau. Alles gut, alles gut. Ja, bis gleich. Okay, dann. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Ja, tschü. So, die Pan spielt nämlich unseren Bruder und mal gucken, wie es da weitergeht. So, einer von uns wird sterben, wahrscheinlich ich. So, mit Vi war ich heute zur Küste, nennen wir ihn mal Winfried. Haben uns dort eine Flasche von dem Whisky geteilt, den er mag. Es war kalt, aber nett, eine frische Kälte. Wir hatten es warm im Auto. Vi ist lustig, tut so, als wäre er ein Blödian, genau wie ein Comedian im Fernsehen. Aber in Wahrheit ist er ziemlich schlau und alle sind neidisch auf sein Auto. 15. Januar. Okay, ich hasse die Steuerung ein bisschen. Jetzt muss ich... Okay, warte. Das ist ganz merkwürdig gemacht. So. Ich scrolle mit links runter. Mit dem linken Stick scrolle ich runter. Normalerweise scrollt man mit dem rechten Stick runter. Und mit dem rechten blätter ich aber um. Das ist ganz komisch. Das ist irgendwie alles invertiert. 15. Januar. Vi wollte den neuen Western ansehen, aber ich hatte keine Lust auf Cowboys. Deshalb sind wir zu Harry's gefahren, aßen einen Burger und kegelten. Es ist so toll, wie eine Erwachsene behandelt zu werden. Vi ist echt süß, aufmerksam und nett. Wir passen zusammen. Dad ist immer noch unglücklich, weil ich mit einem Kollegen ausgehe. Achso, mit ihrem Kollegen aber, ne? Nicht mit seinem. Der Himmel weiß, was Mom denkt. Ich habe genug von dieser erbärmlichen Familie. Tick-Tack-Boom, die Uhr ist dumm.
Das war also eine Uhr. V ist nicht Vater. Die fährt nicht mit ihrem Vater nach draußen zum Strand und macht da rum. Die fährt doch nicht mit ihrem Vater dahin. Huch. Ja, hallo? Schon wieder den falschen Knopf gedrückt, es tut mir leid. Bis gleich. Gleich. Bis gleich. So, ja, fortsetzen. So. So, okay. Pan baut irgendwo Mist, ich glaube auch. So, okay, Dad ist immer noch unglücklich. So, ich habe genug von dieser erbärmlichen Familie, besonders von der Göre. Ich kann meine Freiheit kaum mehr erwarten. Vielleicht ist wie der Schlüssel. Oh nein. Und wenn ich nach rechts blättere, ich drücke den Stick nach rechts und dann blättert sie aber nach links. Es ist alles ganz merkwürdig. Okay, warte. Kann ich jetzt nochmal umblättern? Ich hoffe nicht. Okay. Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind durch. V steht für Freund. Okay, ihr Freund. So, draußen schneit es ein bisschen, das finde ich toll. Oben rechts ein Poster von Carl Cobain, der unbekannte Bruder. Alle Türen sind hier abgeschlossen. Was für ein komisches Haus. Kann ich eine flotte Scheibe auflegen? Für eine schnaffte Fete? Damit die Kessebiene ein bisschen abdancen kann? V steht für... Achso, Veganer. Ich habe Versager gelesen. Versager finde ich lustiger. V steht für Versager. Vielleicht ist der Versager der Schlüssel dafür. Okay, ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Kann ich nicht mehr nach oben? Doch, jetzt reden. Dennis? Bist du noch hier? Was willst du? Wie geht's denn, meinem liebsten Bruderherz? Nicht so gut. Das Trampeltier ist über meine Platten gelatscht. Sie ist deine kleine Schwester. Außerdem scheint ihr Musikgeschmack besser zu sein als deiner. Man of Vegan. Das ist alles zu blöd. Okay, also irgendwo haben wir die Schwester reden gehört, aber wir kommen nirgends rein, ne? Oh. Drücke A. Im Rhythmus mit dem Herzschlag. Ist mir egal. Kein Interesse. Sie sehen mich nicht. Für die bin ich Luft. Das ist nicht richtig. Nein, das mache ich nicht. Mit wem redet sie? Nein, ich soll jetzt an allem schuld sein. Das ist unfair. Hey, Megan. Was ist los? Ich höre dich nicht. Hey, mit wem redest du da? Mit jemandem, dem ich nicht scheißegal bin. Lass dir Mist, wovon redest du? Ach, hier. Wovon sprichst du? Was war das? Siehst du das? Das war ein Vogel, Mann! Was zur Hölle? Oh. Megan. Hey, Megan! Anthony, hallo? Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Da kommt Pan. Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Oh oh. Sag mal, brennen die Fliesen? Mist! Megan! Brennen da gerade Fliesen? Wo bist du? Das sind sehr entzündliche Fliesen. Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Kaffee ist fertig.
Megan! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Ich krieg keine Luft! Megan, hilf erstmal der Mutter. Warte ab. Pandoria trifft eine Entscheidung. Pan, hilf mir! Ich bin hier oben! Arschkalt! Immer noch! Jetzt nicht mehr so sehr! Tanja, warte! Ich muss Megan holen! Was? Okay, öffnen, runterklettern. Ich öffne. Das ist keine gute Idee, ne? Aber... Weil Sauerstoff zum Feuer gelangt, eigentlich keine gute Idee, aber... Guck, ob ich gleich tot bin. Hey, das ist ein bisschen sehr plötzlich. Was zum Teufel? Was? Alleine weiterspielen. Was hast du getan? Mom, hier! Es ist zu spät! Das erinnert mich gerade voll an Lucius. So wie Lucius hätte werden sollen. Eigentlich.